Ja, willkommen zusammen beim Community-Treff. Ich gehe jetzt mal durch die Woche durch und kommentiere einfach, was so auf dem Discord so los war. So, wir versammeln uns hier auf dem Discord und da gibt es ganz viele Kanäle mit unterschiedlichsten Informationen. Hier gibt es den Community-Bereich und unter News, Infos und Ankündigungen, da ist so eigentlich das Neueste oder das Interessanteste drin. Es teilt sich natürlich auch in weitere Kanäle auf, wie Karten, Kontext, was alles so, was so die Kartenentwicklung angeht. Oder auch tauschen und sammeln, da könnt ihr euch eure Karten, die ihr gezogen habt, auch mit den anderen, mit den anderen eintauschen. Konzentrieren wir uns auf den News und Infos. Was gibt's Neues? Was ist so passiert? Saphira Stufe 2. Stufe 2 ist draußen mit ihrem Artwork. Gucken wir uns das mal an. Rangezoomt. Ja, man sieht's. So, Saphiras Stufe ist ja, dass sie ja für ihre vier Ehrenpunkte an astraler Angriffskraft gewinnt. Und was soll das Bild so ein bisschen zeigen? Sie fängt ja mit so einer kleinen Flamme an mit der Stufe 1 und dann wird der Feuerball immer größer. Dann kann sie diesen, das war so die Idee, ne? Dass sie das so wie so eine Genki-Dama über ihren Kopf hat und dann so einen fetten Feuerball dann auf jemanden schmeißt, wenn er schon so groß geworden ist, weil sie dann immer, immer stärker wird, wenn man sie wehren lässt. Sie ist natürlich ein Hemd, hat da überhaupt keine Schilde und zwei Leben. Auch in ihrer Stufe 2 bekommt sie kein Leben. Aber dafür wird sie immer stärker, was den Angriff angeht. Und das ist in diesem Spiel mit Five Card ist es ein sehr mächtiges Instrument. Genau, da gab es noch so ein paar Kommentare. Denn da sind schon die Leute auf das Artwork gespannt, was da noch kommt. Ja, dann gab es noch einmal von Eve der Ewigen, das ist sie hier, ein Hinweis auf das Turnier. Das wird öfter kommen, Turnierhinweise. Denn es findet morgen das erste Quartals-Online-Turnier von Five Goddesses statt. Mit echt krassen Sachen. Also es gibt Medaillen, es gibt Karten aus der goldenen Box für den Erst- bis zum Drittplatzierten. Die Liga-Punkte gehen jetzt auch los. Also das wird in einer Tabelle festgehalten, wer welche Platzierung gemacht hat. Und für die erste bis dritte Platzierung gibt es halt Punkte. Oder muss man gucken, vielleicht sogar 1 bis 10, wie bei der Formel 1. Und am Ende des Jahres wird halt geguckt, wer an der Spitze steht. Und für den oder die Siegerin gibt es dann die Buntglas-Gummimatte. Und das ist jetzt die zweite von fünf. Es gibt nur fünf auf der Welt, die produziert wurden von der Buntglas-Gummimatte. Die erste ist beim DreamHack-Turnier weggegangen und dann wird die zweite vergeben. Und zusätzlich gibt es ein kostenloses Jahresabo für die Innovationsgilde für den ersten Platz in der Liga am Jahresende. Genau, deshalb kein Turnier verpassen, die Punkte mitnehmen. Und der Start ist immer sehr wichtig. Ja, hier gibt es einen Link, den können wir uns mal anschauen. Der führt dann zu einer Liste. Da ist auch nochmal alles beschrieben, wann etwas stattfindet. Hier vielleicht so ein paar Eckinformationen. Also wir spielen nach dem Modus Gefecht. Also drei Bezwingerin, fünf Astral, fünf Rüstkammerkarten. Und mit der Reservedeck-Funktion. Reservedeck heißt, ihr könnt eine Bezwingerin, zwei Rüstkammerkarten und zwei Astralkarten und bis zu zwei Entwicklungen austauschen während der einzelnen Gefechte. Gespielt wird insgesamt drei Schlachten und eine Schlacht besteht aus zwei Gefechten. Ja, also ihr spielt dann immer so zwei Runden gegen euren Gegenspieler und insgesamt wird es ja drei Schlachten, also drei Matches geben. Das sind so die Erfahrungswerte. Eine Schlacht dauert so maximal 80 Minuten. Deshalb starten wir auch so, also um 10:30 Uhr kommen wir so langsam in den Eventraum und um 11 Uhr geht es dann los. Dann geht es so bis 15 Uhr, ist so angesetzt. Gucken, vielleicht kommen wir auch schneller durch. Ja, Teilnahmegebühr wurde jetzt nochmal gesenkt auf 5 Euro, damit auch ja, das sehr zugänglich wird für jemanden, der noch Bock hat, schnell einzusteigen und vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat oder sich nicht traut, kommt einfach vorbei, spielt einfach mit. Das ist auch ein nettes Zusammensein. Ja, die Beute, es gibt Medaillen,
Ich habe heute auch ein Video rausgebracht, das können wir uns auch gleich noch anschauen. Und halt Artist- und Themenpacks, je nach Wunsch. Für den Erstplatzierten gibt es 3 Karten aus der Golden Box, für den zweiten 2 und für den Drittplatzierten eine Karte, eine Wunschkarte. Also, wird gezogen, aber das Thema kann man sich aussuchen. Da ist noch Luft nach oben von den Anmeldungen her, also sind auch so ein paar mündliche noch eingegangen, aber am Ende schauen wir mal, wie das Ganze wird. Also es findet so oder so statt, weil wir wollen hier auch natürlich Prozesserfahrung sammeln. Ich mache den Hauptjudge, ne, also man kann mich immer in die Kanäle mit reinrufen und ich gucke mir dann die Regelfragen an. Auch hier wieder das Schöne, also es waren 14 Personen beim Dreamhack, beim Turnier in Hannover und ich hatte so gut wie keine Regelfragen zu beantworten, zu lösen. Also ich glaube, so ein, zwei Sachen zur Standardthemen, weil das haben sich auch 4 spontan von der Dreamhack auch direkt fürs Turnier angemeldet. Und die kannten halt die Regeln noch nicht so gut. Aber das ist immer ein gutes Zeichen, dass bei so einem Regelwerk oder bei den Karten, die halt sehr gut miteinander interagieren oder auch Kombos schaffen können, trotzdem da keine ja, Regelfragen offen bleiben oder man die halt sehr ja, charmant lösen kann, also weil da alles fundiert ist. Na gut, weiter geht's. Also einmal hier den Link anklicken und ja, Link anklicken und anmelden. Gut, da sind jetzt auch schon Decklisten purzeln hier langsam rein. Das haben wir jetzt gerade hier gesehen. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, hier noch so eine kleine Info. Ich habe jetzt in der Woche 1000 neue Season Deck Papierverpackungen bestellt. Die kennt ihr, das sind halt immer die Season Decks mit der Ober- und Untermittelwelt. Für die Astralwelt brauchte ich jetzt tatsächlich neue. In der zweiten Jahreshälfte finden ja die Messen statt. Und da müssen natürlich dann zur Mitte des Jahres auch die ganzen neuen Decks verpackt werden. Die Astralwelt wird dann gedruckt. Five Princesses ist in den Startlöchern, Five Goddesses, Unity, Virus, das braucht natürlich eine Verpackung und ja, 1000 Stück. Es ist immer so ein interessantes Gefühl, immer so eine große Bestellung auszulösen. Das ist ja immer doch immer so eine Glaskugel in die Zukunft. Macht aber Spaß. Ich bin da zuversichtlich. Die Messen sind immer echt cool. Und ihr als Community seid natürlich auch mega cool und unterstützt hier das ganze Thema auch allein schon, wenn ihr das Spiel spielt und jetzt hier auf dem Discord seid. Super, dann geht's weiter. Ja, einmal die Zusage zur Leipziger Messe, Hobbymesse, 20.09. bis zum 22.09. Das ist jetzt safe. Wir haben dort einen Stand gebucht und sind dann auch dort ja, vor Ort. Eventuell kriegen wir auch noch eine kleine Turnierfläche, müssen wir mal schauen. Aber Leipzig war auch schon im letzten Jahr echt cool. Da sind auch so ganz, ganz tolle Kontakte entstanden. Da freue ich mich schon sehr drauf, in Leipzig hinzukommen. Genau, dann nochmal wieder ein Hinweis auf das Turnier. Hier nochmal, was es für Beute gibt, die Medaillen und die Artist-Karten mit der Buntglas-Erwähnung, das hatte ich am Anfang schon erzählt. Hier nochmal der Link ja, zur Anmeldung. Da geht natürlich die Organisation ein bisschen besser. Dann voller Freude, voller Stolz, pünktlich ja fertig geworden in der Entwicklung zum Turnier, damit auch die neuesten Astralkarten gespielt werden können, sind jetzt auch alle Astralkarten so verfügbar. Also an den Artworks, die sind noch in der Endausgestaltung, da kann sich hier und da auch noch was ändern, aber die Regeln der Karten stehen jetzt so fest. Ja, es kann auch sein, dass sich an der einen oder anderen Karte noch was balanced, aber das sind jetzt die finalen Karten. Daher 2, 4, 6, 8, 10 Astral, 10 Rüstkammerkarten und 6 Bezwingerinnen mit jeweils einer Entwicklung. Wir haben hier die Saphira, wir haben die Kayla Dorn. Wir haben jetzt auch hier die neue Automata, die Death. Also die Death gab es schon immer. Schon früher, die gibt es sogar schon als Resin-Figur. Auch jetzt kommt die halt auch als Karte raus. Eve, die Ewige. Und
ja, mein Arbeitstitel mit Pilzi ist auch richtig cool geworden, auch ein toller Effekt. Jetzt wird es auch so zum ersten Mal sein, dass Chimärkarten einen Angriffsschaden bekommen können. Das ist natürlich sehr interessant. Jetzt horchen vielleicht viele auf. Und die Kriegerin des Decks, auch noch der Name kann noch ein Arbeitstitel sein, Strike Lynn. Der Name kann sich auch noch hier ändern. Gut, dazu noch die Rüstkammerkarten. Das sind auch bestimmte Themen. Also einmal natürlich gibt es Saphira, die um ihre Werke, ne, herum gebaut werden kann. Die Astralwelt kann man, glaube ich, so ganz gut vergleichen wie mit Blau in Magic, Control. Ja, man kann hier Stärke reduzieren, den Gegner daran hindern, seine Phasen durchzuführen. Also es geht so in diese Richtung. Aber auch Reliquien sind hier auch sehr stark. Und mit Kaelor Dorn kann man sich auch so ein kombolastiges, kombostarkes Reliquien-Deck bauen. Dann schauen wir mal weiter. Einmal die Deckliste, die ausgefüllt wird fürs Turnier, die dann bei mir über die Direktnachricht eingereicht wird oder auch über service@fiveguardistas.de. Dann noch ein Hinweis für alle, dass das Turnier stattfindet. Dann gibt es noch Rückfragen zum Turnier. Hier zum Beispiel, ob Strike Lynn wirklich effektlos ist. Ja, Strike Lynn bleibt in ihrer Stufe 1 ohne Effekt. Und dafür outet ihre zweite Stufe natürlich umso mehr rein. Also den Effekt konnte ich ihr nicht auf der Stufe 1 geben, aber seid da gekommen. Ja, dann gab es hier noch ein, ja, noch ein interessantes Video, das ich heute auch hochgeladen habe zum Turnier. Ich probiere mal das Ganze abzuspielen. Die Aufnahme müsste ja funktionieren. Ja. Da fand ich es einfach, also der Impuls einfach nur wichtig, dass man die Medaillen auch nochmal sieht, weil die sind doch recht mächtig und die haben auch eine gewisse, so ein gewisses Eigengewicht. Also es ist kein Kunststoff oder so, es ist schon Metall. Und die hat man dann auf dem Video ganz gut gesehen. Dann noch die goldene Box. Ja, und die Musik, ich weiß jetzt nicht, ob die mitzuhören war, die ist ja, die ist extra für Five Goddesses komponiert. Von Amadeus, also da gibt es keine Copyright-Bedenken, komplett 100% komponierte Five Goddesses Musik. Intro, genau. Gut, das zur Woche. Dann freue ich mich schon auf das Turnier morgen. Eine Information ist mir gerade noch eingefallen. Also am Samstag ist ja das Five Goddesses Turnier online. Und am Sonntag sind wir auf der KeksCon hier in Hannover. Der KeksCon in Hannover sind wir wieder dabei, haben dann eigenen Stand und ja, zeigen wieder ein bisschen was von Five Goddesses. Kommt uns besuchen, schaut's euch an, kommt zum Turnier. Falls nicht, dann habt auch so ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.